Hey und willkommen zu einer neuen Folge Let's Build die Sims 4 hier mit dem Doppelhaus, unserem Retro-Orange-Haus. Retro-Modern könnte auch ein Name sein, egal. Für dieses Thema habt ihr richtig coole Räume gebaut. Der Flur, den habe ich noch gar nicht angefasst. Letztes Mal sind wir aber stehen geblieben bei der Küche und diesem Esszimmer. Ich habe vor, heute auch noch das Wohnzimmer zu bauen. Das wird richtig cool. Vielleicht kommen wir auch noch zu dem kleinen Bad. Aber eins nach dem anderen. Ich habe euch gefragt, ihr habt geantwortet. Wie findet ihr diesen Durchgang? Soll ich den breiter machen? Soll ich den so schmal lassen? Und ja, es war wieder total kontrovers, jeder wollte irgendwie was anderes. Ich habe es mir nochmal angeguckt und ich finde, glaube ich, das hier ist so am besten, wenn man hier zwei Wände quasi macht, zwei Wandbreiten und dann hier diesen Durchgang da rein macht. Wo ist denn der? Ist das der hier? Nee, das ist ein Einzelner, der hier, glaube ich, genau. Und dann hier die Bar weiß und die Hängeschränke oben natürlich auch, damit das mehr zusammengehörig aussieht. Oder ist das nicht geklappt hier nochmal? Es hat beides irgendwie was, braucht noch ein bisschen Deko, damit es nicht so kahl aussieht, aber so vom Prinzip her lassen wir das jetzt einfach so, ne, das kann ja auch jeder dann für sich entscheiden, wenn ihr euch das Haus herunterladet. Das gibt es nämlich in der Diesmals 4 Galerie, natürlich ist, wenn es fertiggestellt ist, keine halben Sachen hier. Dann gab es noch Kommentare, ja, erstmal arbeiten wir wieder eure Kommentare ab, und zwar habt ihr geschrieben, der Teppich, der passt hier gar nicht zu dem Grün, das stimmt natürlich, ne, das ist zu grell in unserem Retro 70er Modern Haus hier. Und deswegen nehme ich den Teppich, aber der muss hier ein Stückchen weiter dann rüber, weil der so groß ist, der Teppich, sonst stolpert man hier nach dem Durchgang hier drüber. Und dann können wir eventuell hier auch noch so ein paar Barhocker irgendwie hinmachen, oder? Und was sind denn die wieder drin hier bei Verschiedenes? Und dann gibt es auch so richtig coole, knallquietsche, bunte Barhocker hier. Dann nehmen wir wieder die grünen, damit wir so einen leichten Zusammenhang hier noch haben zu der Küche auch. Und ja, dann würde ich sagen, hier brauchen wir noch Deko. Auf jeden Fall brauchen wir hier noch Deko hier im Esszimmer. Und da können wir doch einfach mal gucken, was es hier so gibt. In der Deko-Option natürlich ein bisschen Obst hier und vielleicht so ein Kännchen, oder? So ein Kännchen, ja, ne? So zum Kaffee aufgießen. Vielleicht noch so eine Papiertücherrolle, falls mal was daneben leert hier. Und das machen wir dahin. Da fehlt auf jeden Fall noch eine Pflanze. Hashtag Grün natürlich auch hier wieder. Zumindest ein bisschen. Aber was nehmen wir denn da? Irgend so eine Blumenvase. Hier, die gibt es hier auch in Grün. Ja, perfekt. Hier, ja, das nehmen wir. Vielleicht nur so ein bisschen was. Was gibt es denn noch? Was könnten wir noch? Ein Aquarium vielleicht. Hatten wir auch im Green Echo, das ist das Aquarium, das Aquarium, ne, schön eigentlich, ein schönes Objekt hier aus dem Base Game, aus dem Basisspiel, sogar mit Funktion, vielleicht so ein Bildchen noch oder so ein Apfel, ne, ach ja, das ist ein bisschen mickrig, aber ist okay, ne, ist okay, und ich würde sagen, wir brauchen noch so einen Esszimmerschrank noch, da gibt es doch auch solche schönen Esszimmerschränke. Was sind denn die drin überhaupt? Das ist eine gute Frage jetzt wieder mal. Ne? Wieso sind die nicht im Esszimmer drin? Wir gucken jetzt einfach mal bei den Oberflächen rein, weil da gibt es richtig schöne Schränke. Und ich weiß, dass es auch da passende gibt von der Farbe her, aber Oberflächen sind die, glaube ich, doch nicht drin. Ne? Immer diese Sucherei hier, das ist ja echt der Wahnsinn. Da immer reinzugucken, also wirklich hier. Wo könnte das denn wieder sein? Lagerung. Wir machen hier ein Lagerhaus. Der würde auch cool reinpassen, ne? Von diesem bunten Style hier, aber wir benutzen hier nur Base Game ausnahmsweise mal und da gibt es auch keine Esszimmerschränke. Meine Güte, wo sind denn die drin? Wo sind denn die Esszimmerschränke? Ja, das fängt ja wieder gut an hier. Sind die dann doch bei Deko? Bei der Deko, unter der Deko-Kategorie? Ah ja, hier. Schaut mal hier. Der ist doch cool, oder? Na, der passt hier perfekt gut rein. Aber wo können wir den hinstellen? Wir haben gar keinen Platz mehr. Sollen wir den da in die Ecke reinstellen vielleicht? Ist ein bisschen eng, aber wir können das ja einfach so ein Stück, ne, damit das Regal hier nicht direkt neben der Tür auch steht, lassen wir das mal da.
finde ich okay so, doch, oder? Ne? Ja. Hier hätte es auch hingepasst noch. Ja, nö, das lassen wir jetzt so, das lassen wir so. Das ist hier noch ein bisschen mehr gelb und doch, das gefällt mir. Vielleicht können wir auch die, das Obst vielleicht so ein bisschen auf den Tisch drauf, ne? Das wirkt ein bisschen besser hier. Und, ja. Nee, das ist okay so. Das ist okay. Das ist okay, das sieht gut aus, gefällt mir. Mehr brauchen wir da gar nicht. Aber jetzt geht's weiter mit der Küche. Und wir haben jetzt da in der Mitte natürlich so viel Platz. Und da könnten wir doch eigentlich einen Tisch hinstellen, oder? Ne? So zum Vorbereiten, vielleicht so einen ganz simplen weißen Tisch hier rein. Ja, aber für so eine Thekeninsel, da wäre es ein bisschen knapp, glaube ich. Da wird es echt ein bisschen knapp werden. Und habt es richtig erkannt, natürlich, ich habe es auch gesagt im letzten Teil. Ja, die Küche, die braucht noch Deko, die braucht auf jeden Fall noch Deko. Die ist noch gar nicht, die ist ganz kahl. Und da gucken wir direkt hier in die Kategorie rein. Deko für Küchen, da gibt es auch nochmal hier, da packen wir da hin, oder? Oh, das können wir auch auf den Tisch packen hier. Genau, haben wir ja Platz. So ein paar Kochlöffelchen und... Und was machen wir noch? Eine Milchkanne ist auch nicht schlecht eigentlich. Jetzt ist hier auch ein bisschen mehr Luft hier bei der Tür. Das war vorher so eng. Haben auch ein paar geschrieben, gut erkannt. Aber die können wir doch hier irgendwie, ne? Oder? Milch? Nee. So eine Milchkanne. Also bei mir ist das eine Milchkanne, ne? Genau, ist eine Milchkanne auch. Was gibt's denn da noch? Was können wir denn da noch nehmen? Was gibt's hier? Ja, so ein bisschen ein paar Fläschchen Wein. Oh, die würden auch gut ins Esszimmer passen. Die passen hier perfekt dazu, ne? Und dann natürlich noch so ein paar. Wo ist denn das Kleinzeug jetzt wieder hin? Ich suche mich wieder hier zu Tode. Dieses ganze Kleinzeuggerümmel, das mit so viel Gruselzeug und was alles drin. Und. Oh, so eine Waage, die wird ja auch gut drauf passen. Aber das wird dann wieder zu rustikal, ne? Wir wollen ja relativ modern bleiben. Aber quietschbunt hier in diesem Teil. Und wo passen die Soßen denn noch hin? Die würden auch ins Esszimmer passen. Aber ich würde gern hier so eine Art... Ja, oder die passen hier gut auf die Mitte dann wieder. So, ne? Das kann man da so machen. Hey, die würden auch gut in so ein Restaurant irgendwie passen. Total cool. Und dann, was haben wir denn noch? Ach, das ist irgendwie alles noch so kahl. Eine Spülmaschine brauchen wir noch, na klar. Wo hauen wir die hin? Die hauen wir da hin, dann ist da nicht, dann wird das Grün auch schon wieder reduziert, dann seid ihr zufrieden. Schränke möchte ich hier, glaube ich, nicht anbringen, das ist ein bisschen zu viel. Ein paar haben auch geschrieben, wieso ist denn die ganze Küche geflüßt, ne? Ja, wieso nicht? Ja, ne, das ist okay, schön weiß, ganz normal. Ja, arg viel mehr würde ich jetzt hier, glaube ich, auch nicht hinmachen. Vielleicht noch einen kleinen Stuhl. So einen schrägen kleinen Stuhl. Das lockert das Ganze dann wieder ein bisschen auf. Und ja, da gucken wir mal bei den Esszimmerstühlen. Dann nehmen wir einfach so ein und den können wir auch grün machen, natürlich. Na, dann kann man hier vielleicht auch nochmal irgendwie Zwiebeln schneiden oder so. Dann hätte ich gern lose, liebes Spiel. Der darf nicht so, der hätte ich gern los, ist so irgendwie, ne? Oh, kommt das cool, ne? Auch hier von dieser Seite, total cool, wenn man da von der Terrasse hier so rauskommt oder reinkommt und dann schwebt man ins Esszimmer, bekommt einen Farbkoller. Nee, das ist okay. Was können wir denn hier noch machen an die Wand? Ich glaube, da machen wir am besten nochmal irgendwie so eine Deckenlampe hin über die Bar. Damit wir hier diese, ich nehme ja gerne diese Dreierlampe hier, die hier, aber die gibt es die auch in gelb? Ja, mit oben so gelb. Aber vielleicht können wir die mit dem BB.MoveObjects da rein platzieren auch. Genau, vergrößern, mal gucken, ob das nicht zu groß ist. Nö, das passt, ne? Und das machen wir dann so. Dann ist die schön drin versteckt. Und das ist nochmal so eine Art, ne? Ja, wieso denn nicht eigentlich? Haben wir da noch eine schöne Lampe über der Bar. Macht das Ganze auch nochmal ein bisschen, bringt das Gelbe mehr in die Küche rein. Finde ich ganz okay. Finde ich okay. Doch, muss man sagen. Und ja, viel Deko gibt es echt nicht im Grundspiel. Das ist eigentlich wirklich schade.
Hier nochmal gucken, was es hier noch so gibt, ne? Ja, so Salz, Pfefferstreuer können wir nicht nehmen. Können wir alles nicht nehmen. Ich baue nicht mehr nur Grundspiel. Nee, es ist echt auch eine Herausforderung. Finde ich eigentlich ganz spannend, mal zu gucken, was es eigentlich nur im Grundspiel gibt. Das heißt nur, es sind ja, wirklich ein Haufen Objekte. So ein Pfefferstreumühle. Hier ist mir irgendwie noch zu kahl. Ich weiß auch nie, was ich da machen soll. Vielleicht liegt es auch wirklich an der Wand. Vielleicht probieren wir da einfach mal was. So Bilder oder so kann man da ja auch nicht aufhängen. Eine Uhr, die wird gut passen. Eine Uhr, Moment mal. Wanddeko, oder? Sind die drin? Nee, die sind, glaube ich, wieder bei Elektrogeräte, ne? Ja, die sind bei Elektrogeräte. Elektronik sind die drin. Und zwar hier verschiedene, das weiß ich. Die ist doch cool. Die passt doch gut. So eine Uhr, wieso auch nicht? So eine schöne große Uhr. Die gibt es auch farbig. Ja, perfekt. Grün hier. Hashtag Grünuhr. Eine Küchenuhr. Ein bisschen groß, aber ne, das bringt auch diesen Retro-Charme da noch ein bisschen mehr rein. Und eine Uhr reicht. Vielleicht können wir auch noch so ein Küchenradio oder irgendwas. Ach ja, jetzt hier, kommt mal. Nee, ne, das passt nicht rein. Fernseher an die Wand. Nee. Ja, so ein Ding können wir noch anbringen, das schadet nie irgendwie und. Oh ja, das dürfen wir auch nicht vergessen, das machen wir gleich. Das können wir hier hinten verstecken in unserem, hinter unserer Säule. Und ich glaube, damit entlasse ich das für euch zu den Kommentaren. Seid ihr dran, verreist mich oder liked mich? Liked mich am Arsch. Nee, also das passt hier ganz gut. Dann machen wir das auch noch grün. Und das Wohnzimmer, das machen wir jetzt. Ich mache das mal wieder hell. Zum Bauen schön hell. Mal gucken. Und. Was machen wir denn da rein? Wie machen wir das denn? Wir brauchen nochmal so coole Tapeten. Oh, wir können eventuell auch die hier nehmen aus dem Esszimmer. Die gibt es doch auch in einer anderen Rot und so ein Grau-Blau. Das sieht auch nicht schlecht aus. Wenn wir das so machen. Nur so ein paar Streifen, ne? Damit es nicht zu sehr irgendwie retro wird. Also ich möchte das ja wirklich so ein Stück weit retro machen, aber eben nicht zu viel und nicht zu wenig. Und diesen Durchgangstorbogen, den nehmen wir hier auch nochmal. Da machen wir aber keins hin. Und hier nehmen wir auch nochmal die Badtür, aber dann nehmen wir auch eine geschlossene, würde ich sagen. Für das untere Klo auch in grün oder in orange. Ne, wir machen da orange. Die lassen wir grün. In die grüne Küche. Und den Boden. Oh, da machen wir einen schönen hellen Holzboden, oder? Den hier, den nehme ich irgendwie recht häufig. Ne, der ist okay. Den machen wir auch mal da rein, damit es nicht so kahl hier aussieht alles. Und ich würde sagen, da muss noch ein Fenster hin irgendwie, ne? Da muss nochmal das gleiche hin, hier parallel. Ich glaube, das haben wir auch in der Küche. Und da auch nochmal, damit das bisschen mehr hier. Ja, perfekt. Nee, das ist cool. Das ist ein richtig schönes Retro, 70er Jahre angehauchtes Wohnzimmer. Und ich würde sagen, weil wir hier Orange-Black hier machen, mache ich mal Farben Orange rein, aber blau, damit wir mehr. Ne? Das Wohnzimmer wird blau. Ich habe euch gesagt, das wird ein buntes Haus hier. Wenn es euch nicht gefällt, dann gefällt es euch halt nicht. Aber ich möchte hier so ein Fallout 70er Jahre Haus bauen. ein Sessel auf jeden Fall noch. So einen kleinen, um das Ganze abzurunden. Wo ist der passende? Wo ist der passende Sessel? Der hier, da ist er doch. Hier, so vielleicht. Und dann, wir gucken gleich mal bei dem Teppich, weil ich glaube, da gab es mal so einen richtig orangig-streifigen, wo ist denn der? Oh, der sieht auch cool aus. Den können wir vielleicht hier noch irgendwo verwenden. Das ist das gleiche. Oh, das ist wieder so grell. Naja, es geht. Den hier, ne? Das ist so wieder so richtig retro. 70er, oder? Cool, ne? Und jetzt noch so einen kleinen Tisch. Das knallen wir auch noch voll mit Orange. Es ist ja was anderes, ne? Ihr müsst das wirklich so sehen als anderen Stil. Immer das Gleiche ist langweilig. Und deswegen mache ich sowas. Und ich möchte mich da auch nicht irgendwie rechtfertigen, aber es ist einfach, ja, mir gefällt's. Und es ist was anderes. Und ich habe es so noch nie gesehen. Und
Ah, da gibt's diese, da gibt's, wo ist die? Da, die. Die Retro-Stereo-Anlage, natürlich, die muss hier rein. Wo packen wir die hin? Hier, nee, ne? Hier vielleicht, oder? So. Und damit es gleich mal schöner aussieht, und was haben wir denn auch noch hier für Stehlampen? Die hatten doch auch so komische Stehlampen, so eine vielleicht. Gelb, blau, oh ja, das ist ein bisschen zu hell. Oh, das, ja, das geht auch, ne? Wir kommen richtig schön in dieses Retro jetzt hier rein. Ist ja perfekt. Und wir brauchen auch gleich noch ein paar Pflanzen. Pflanzen hier. Wo sind die Pflanzen, die mir gefallen? Wo seid ihr denn geblieben? Die hier, die gibt es auch in Blau, aber die gibt es, glaube ich, auch. Ja, die gibt es auch in Orange. Und dann kommen die endlich auch mal zum Zuge. Die benutzt man ja sonst gar nie, diese Farben oder Objekte. Aber ich finde das eigentlich ganz spannend. Und hier können wir noch so ein kleines Tischchen hinstellen, oder? So ein kleines Beistelltischchen. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Auch wieder so ein quietschbuntes. Sollen wir? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber da gibt es doch auch dieses Graublau. Ja, dann machen wir doch hier dieses Graublau, obwohl es hier besser aussehen würde, wenn das hier in der Ecke wäre, ne? Dann machen wir das doch in die Ecke und hier diese Pflanze hin. So, damit es auch einen Kontrast hat. Und da hinten, was stellen wir da drauf? Was stellen wir da drauf? Nochmal ein Blümchen? Nee, ne? Irgendwas kitschig. Sowas hier, das ist voll retro hier, oder? Ne, damals hat man noch Eisenbahnen gesammelt. Und so Miniatursachen. Nee, ich finde das cool. Und dann gucken wir mal weiter. Was können wir denn eigentlich im Rest des Raumes hier noch anbringen? Ist echt ein bisschen kahl noch, ne? Da muss noch irgendwas. Wir gucken jetzt erstmal. Oh, ich weiß. Eine Gitarre. Das ist auch so. Ja, perfekt. Und da muss ein schönes Bild hin, so ein Retro-Bild. Was haben wir denn da für Retro-Bilder? Oh ja, das wäre auch cool, ne? Bisschen zu knallig, aber ist aus Zeit für Freunde auch. Aber da gab's da nicht? Wo ist denn dieses? Oh, das ist auch Retro. Grün, rot, blau, ah, das ist mehr so türkis, ne? Mal gucken. Fangen wir das mal her hin. Also dieses Lama-Bild, das gibt es auch mit Lama, das weiß ich hier genau. Einmal diese komischen Faultier und das Lama. Und das können wir groß machen, ja perfekt. Na, jetzt haben wir voll Retro hier drin, jetzt haben wir das Pop-Art auch noch. Und ja, perfekt. Perfect. Nee, das finde ich cool. Das ist ein ausgefallenes Zimmer, ich gebe es zu, aber und hier, was machen wir denn hier? Eine Arbeitsecke oder ein Bücherregal auf jeden Fall noch. Das ist, glaube ich, hier drin, oder? Nee, das ist wieder in Belagerung, genau, oder? Da gibt es wieder keine Bücherregale, ne? Es ist der Wahnsinn. Diese blöden, ach ja, hier. Erst aufregen und dann, oh ja, so ein Orangen, ja, das passt perfekt von der Holzfarbe her. Das können wir hier, oder? Ja? Neben der Küche ein bisschen komisch, ne? Aber was soll's? Ja, hier so einen Raumtrenner möchte ich eigentlich auch nicht haben, ne? Aber die hatten damals echt so fette Bücherregale, also so ganz kerzengerade, aber das kommt, ja. Nee, das ist zu. Hier können wir, oh, das passt auch hier über die Tür vielleicht. Hier können wir jetzt sowas da. Oh, das ist auch orange, das trifft sich gut. Das trifft sich echt gut. Das hauen wir da hin, ne? So ein schönes Bücherregal. Dann haben wir hier auch gleich nochmal so einen Übergang zwischen Wohnen und Arbeiten und so. Und da gehen wir direkt in die Kategorie rein. Arbeitszimmer, wo seid ihr? Da seid ihr, ne? Und da einen schönen Schreibtisch. Den hier gibt es auch in Orange. Ja, klar. Klasse. Nee, das passt richtig gut. Und noch ein, sollen wir da jetzt echt auch so einen Retro-Rechner nehmen? Das wär's jetzt, ne? Also das wär's jetzt wirklich. Aber das irgendwie, der hat was. Sorry. Der hat echt was. Eine schwarze Kiste. Ne, früher waren die grau eher, ne? Also richtig grau. Wie heute noch, die PCs. Und da einen schönen Orange-Stuhl. Ja, yay. Ja. Das ist schon heftig irgendwie, ne? Jetzt fehlt da oben noch irgendwas. Oder wir nehmen erstmal auch noch so eine Nachttischlampe. Und nicht so eine Lampe, oder? Nachttischlampe. So eine in Weiß. Ne? Mit so schön Metallgelenk. Gar nicht unauffällig. Doch, das machen wir.
Und die können wir eventuell auch, naja, die machen wir schon in die Ecke hier, oder? Ja. Die machen wir so hin. Und oben dann, oben, was machen wir denn da? Machen wir denn da nochmal so ein Pop-Art-Bild? Oh ja, sowas würde ja auch natürlich knallen, ne? Aber es wäre jetzt wieder zu viel. Also so, zu sehr in dieses Bunte möchte ich nicht rein. Aber ihr merkt schon, ne? diesen Stil hier möchte ich schon mitnehmen. Also es ist schon... aber da können wir ein Regal oder sowas hin machen. Oberflächen hier. Oh, was nehmen wir denn da? Was gibt's da? Ui. Jetzt wird es ein bisschen zu unmodern. Das muss ich schon zugeben. Dann machen wir da aber nicht, dann machen wir sowas wieder hin. Also ich möchte, es ist echt ein schwieriger Spagat. Das passt auch wieder zu den Tapeten, so vom Stil. Und da können wir auch mehrere machen, wieso denn nicht? Na, damit wir ein bisschen nach oben auch kommen und da stellen wir einfach kleine Deko rauf, die auch passt. So viel kann man da gar nicht machen, weil vieles passt da oben gar nicht drauf. Nochmal so ein Mini-Blümchen hier in das machen wir grün und dann noch ein graues. Komm, das wird hier das Blümchenregal mit allen drei Farben, die wir hier drin verwenden. Und der Apfel, der blickte, die Birne, die blickte stumm. Ja, nee, doch, hier. was gibt es denn da noch? Die Gartensäge, die sind so cool. Was meint ihr? Was meint ihr? Wollen wir ein bisschen mehr Licht hier drüben noch? Ist irgendwie so düster hier drin. Was ist denn da los? Naja, es geht. Hier ist noch düster irgendwie. Ich weiß auch nicht. Was machen wir denn dahin? Oder, was könnte denn hier noch hinpassen? Da brauchen wir irgendwas noch, Aktivitäten und Fähigkeiten, irgendwie sowas. Aquarium haben wir schon. Ne, hier drin nicht, ne? Im Esszimmer. Das würde natürlich auch gut passen. Hier ist ein Aquarium, das hat auch so ein Stil. So ein Boxsack oder was, ist glaube ich, ja. Ja, wieso nicht, ne? Der ist auch schön orangens. Ja, aber das wäre dann zu, oder? Das ist dann wirklich Studentenbude, so alles in einem, auch nur Fitness hier mittendrin geklatscht, obwohl es eigentlich gar nicht passt. Ich hoffe, die kommen da noch zur Tür durch. Ja, das ist jetzt die Qual der Wahl. Ich meine, das kann man jetzt auch nur falsch machen. Und je mehr Sachen, verschiedene Sachen ich hier zeige, desto mehr Kommentare bekomme ich. Ah, mach das. Und am Ende weiß ich gar nichts mehr. So eine Dartscheibe? Nee, das passt auch nicht. Ah, das ist eh aus Zeit für Freunde, ne? Wieder. Oh, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen, dass ich nichts nehme aus den Packs. Ich hab's euch versprochen. Sollen wir noch irgendwelche Vorhänge oder was anbringen? Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht, ne? Weiß nicht. Da noch jetzt noch grün reinbringen wäre natürlich schon fetzig. Nee, ne? Das macht das Ganze... Oh mein Gott. Aber hier vielleicht, oder? So ein... es ist schon krass, ne? Aber man muss da wirklich aufpassen. Ich glaube, man kann dieses Thema nur falsch machen, vor allen Dingen, wenn das Leute nicht kennen. Ja, ich weiß auch nicht, da steht jetzt auch so mittendrin. Ah, die Qual der Wahl. Was meint denn ihr? Das müsstet ihr entscheiden. Wir stellen da einfach noch eine Pflanze hin, oder? Pflanzen gehen immer. Was haben wir da noch Schönes? Was ist denn eine Retro-Pflanze? Was ist denn eine Retro? Das hier vielleicht. Oh ja, die gibt es auch in diesem Grau. Graublau. Wobei die auch hier gut hinpassen würde, ne? Doch, das ist okay. So, und da, was machen wir da? Da haben wir eigentlich noch genug Platz hier. Was gibt es denn noch hier im Wohnzimmer? Eine Bar haben wir auch schon. Wir machen da einfach so einen kleinen Tischchen noch, oder? So ein Sideboard vielleicht, sowas. Damit das hier nicht so kahl wirkt. Was gibt es denn da? Da gibt es auch diese modernen. Oh ja, ich nehme das einfach aus dem Ding hier. Dieses hier, das wollte ich haben.
Guck mal, das ist wieder ein Stück breiter. Fast schon. Wobei wir auch die Tür hier... Na, nee, die lassen wir da und... Also ich wollte es eigentlich nicht so breit. Wenn es ein bisschen schmaler wäre, dann wäre es gut. Und wenn wir sowas da nehmen, sowas, ah, das geht wieder zu sehr in diese Orange. Nee, das muss schon so ein Sideboard sein, ne? Dann nehmen wir sowas vielleicht, das ist genauso breit, ne? Nö, dann nehmen wir das und färben das jetzt mal ein, gucken mal, wie das aussieht. Dann nehmen wir jetzt auch wieder dieses oder das Orange. Oh, nee, das passt schon besser. So, und da kommt auch noch ein bisschen Deko drauf. Deko. Da brauchen wir auch noch ein Blümchen in der Ecke. Was hier? Diese hier, perfekt. entweder ich werde nach dem Video jetzt hier geköpft oder aber ihr findet das auch irgendwie erfrischend anders. Aber alt trotzdem für damals modern 70er Jahre, oder? Geht in die Richtung auf jeden Fall. Oh ja, so ein bisschen was Persönliches noch, das passt immer ganz gut. So ein Bild. Ein Bild. Ja, so ein Bild. Das ist immer schön auch. Kann man da unten eigentlich auch Sachen reinsetzen? Na, mit Höhenverstellung geht das, glaube ich. Ja. Perfekt. Und da noch so ein paar Kerzen, oder? Hey, hüpft nicht da hoch. Vielleicht da unten haben. So. Ja, dann bekommt das, ist das ein bisschen mehr belebter hier. Es ist sonst zu kahl, ne? So unpersönlich irgendwie. Und so ein bisschen glatterer Dutch macht das Ganze ein bisschen lockerer. Und jetzt weiß ich noch nicht, ob wir den hier da lassen oder ob wir den machen wir da drunter. Der passt hier unten viel besser. Und dann brauchen wir aber auch noch einen Schuhabtreter. Und da gibt es doch sicher auch irgendwelche blau-grauen Teppiche. Diesen hier zum Beispiel. Ja, das ist gut. Das ist gut, dass die hier nicht mit hier verschmutzten Schuhen reinlaufen. Ja, doch. Hier. Jetzt gucken wir noch nach den Lampen. Last but not least, die Lampen. Oh, die würden natürlich jetzt auch perfekt passen aus Heimkino. Nee, wir nehmen, da passt fast schon wieder dieser Industrielook auch rein. Ne? Also es ist echt nicht zu glauben, was die damals für ein breites Spektrum hatten. Sowas, das ist perfekt. So eine Lampe, das ist eine Retro-Lampe in meinem Verständnis. So, dann machen wir zwei, drei Stück, oder? Hier eine. Ah, die sind alle so dunkel. Hier eine und hier eine. Dann nehmen wir doch nochmal die hier zur Unterstützung. Die sind hier so dunkel hier drin. Ist ja nicht zu fassen. Ich will doch kein dunkles Wohnzimmer haben. Ja, da hinten muss auch noch eine hin. Es tut mir leid. Volles dunkle Eck. So. Jetzt haben wir es aber. Es fehlen nur noch die Eierschalen an der Wand oder sowas. Nee, das finde ich cool. Das hat echt was. Was ganz anderes hatte ich so noch nie. Hatte ich so wirklich noch nie. Das ist das Wohnzimmer im Orange Black, im Doppelhaus, im Retro Modern Pseudo. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen und verpasst ihr keine weiteren Videos, wenn ihr das denn wollt. Oder auch andere Videos, andere Reihen. Daumen nach oben nicht vergessen und ja, bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Ciao.